So, herzlich willkommen zurück zu einer ja, weiteren Folge von American Talk Simulator. Und wir alle wissen ja, persönlich spiele immer gerne ohne Mods. Von daher werde ich auch in diesem Let's Play dieser Linie ganz treu bleiben und wir werden natürlich komplett ohne Mods spielen, also ganz klare Sache. Ne, nur dass ihr da Bescheid wisst, wenn dann irgendjemand Sachen haben möchte. Ha, ne, ist nicht. So, wir haben 68.000 Dollar und ich dachte mir, wir können mal tatsächlich uns endlich ein LKW leisten, kaufenderweise vielleicht. Genau, sollte erstmal reichen. Komm, wir machen noch eine, damit wir dann nicht irgendwie limitiert sind. Wir können zurückzahlen, wie wir fröhlich sind. Und wir wollen uns tatsächlich vielleicht mal doch einen LKW kaufen. Und zwar einen guten Peterbilt. Ich habe überlegt, ob ich mir erst einen Kenworth kaufe. Aber da ich mit so einem schon privat spiele, dachte ich mir, ja, das vielleicht fürs Let's Play dann doch die schönere Alternative. Ja, und von daher dachte ich mir, nehmen wir uns den mal. Der sieht hässlich aus, aber der ist noch so schön als. Der hier ist noch so schön klassischer LKW. Und dementsprechend, wenn wir da mal gucken, was wir da so machen können. Wir haben leider noch nicht allzu viel. Und wir können aber zumindest schon mal auf hinten zwei angetriebene Achsen gehen, was ganz schön ist, damit wir mehr Grip haben. So, dann haben wir hier natürlich auch noch ein bisschen mehr Leistungsbedarf. Das heißt, wir werden direkt auf 430 PS gehen, statt den 370er. Kostet auch gar nicht so viel mehr. Das ist ja gerade bei 10% hier. Haben wir hier schon Vitale? Haben wir. Aber gerade mal 10 Gänge ist natürlich. Gerade wenn wir noch nicht so viel Leistung haben, wäre es natürlich schön, mehr Gänge zu haben, damit wir im unteren Geschwindigkeitsbereich mehr haben. Aber gut, dann ist dem halt noch nicht so. So, was haben wir hier? Sieht auch nicht ganz gut aus. So. Und hier haben wir auch eine relativ schöne Lackierung. Gut, hinten mit dem Schlafgemach da oben drauf, denn wir würden es vielleicht noch ein bisschen schöner aussehen. So fehlt da ein bisschen was, aber okay. Haben wir noch nicht. Ah. Jetzt können wir mal gucken, was haben wir hier so alles. Ich meine, wir können problemlos noch 40.000 ausgeben. Danach wird es dann kritischer. Weil eigentlich wollte ich ja unter 100.000 Euro bleiben bei der Bank, was wir da uns holen müssen. Nee, weiß ich nicht, sieht das gut aus. Nee, nee, machen wir mal noch nicht. Machen wir mal, was die sind. Ich persönlich bin eigentlich immer ein Freund von dieser Optik. Weil das sieht immer so nach kaum Bodenfreiheit aus, wenn du da irgendwo. Ne? Sieht aus wie so ein Schneeschieber. Und das finde ich optisch nicht so ansprechend wie das hier. Erstens hat er hier oben ein bisschen mehr, ist ein bisschen höher, hat also ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Vor allen Dingen sieht es halt auch mit den Kanten, mit den Seiten besser aus. Besser rar aus. Na, ich glaube, ich nehme wirklich lieber das da. Ich weiß, viele mögen eher dieses klassische Design. Aber gut. So, hier ganz wichtig. Das Lenkrad sieht komisch aus. Wir nehmen das hier. Ah, ist ein schönes. Ich meine, wir könnten auch gucken hier. Das, aber das ist. Ich habe oben lieber immer so eine flache Kante. Also. Wenn die beide hier so runtergehen, in Ordnung, aber die beide sollten gerade sein. Und sowas gibt es bei dem LKW hier aber leider nicht. Von daher würde ich dann doch schon eher bei dem hier bleiben. Das sieht dann doch optisch schon besser aus. Ah, wir haben leider hier immer noch das Problem, dass hier zwei Dinger überlappt sind, aber das hat man mit jedem Lenkrad. Solange wir nicht gucken können, ja, aber da werden wir das Problem immer haben. Also von daher geschenkt. So. Na gut, die Lackierung sieht so wirklich noch ein bisschen total dämlich aus. Vor allen
Vor allem, warum diese Mods immer so Fantasiepreise haben, ja? Man hätte die auch einfach $2000 nehmen können oder 2500 Dollar oder sowas. Aber hier, ne, normale Lackierungen sind so tausende Dollar und das gerade mal $5, als ob. Naja. Gut. Schwamm drüber. So, dann haben wir eigentlich schon mal. Reifen wären vielleicht ganz schnieke. Ich weiß noch nicht, ob ich mit den Felgen zufrieden bin. Ich meine, ich persönlich mag so eine Felgen, ja. Aber wäre natürlich geil, wenn man diese alten Felgen schon poliert haben könnte. Aber sowas gibt es hier, glaube ich, nicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich doch mit denen hier gehen. Vielleicht sogar mit denen hier. Oh, haben wirklich andere Reifen. Genau. Ah, okay. Das heißt, dann müssen wir gucken, ob wir die gleichen Reifen haben. Ah. Standard Chrome. Oder gucken wir mal, was wir da für Reifen zur Auswahl haben. Ach, da haben wir sogar die gleichen. Da haben wir sie direkt. Sehr schön. Na, komm. Du, Kleiner. Du. So, was haben wir denn hier eigentlich? Achso, bloß die Radkappen, okay. Hier haben wir. Ja, doch. Nee, ich gehe mit dem. Das kann auf jeden Fall bleiben. Ah, cool. Haben wir auch schon direkt. Sehr schön. Seitenspiegel, let's go. Was haben wir hier? Was auch immer das ist. Da bin ich ja schon im Innenraum. Wow. So, hier haben wir die Dinger. Da hätte ich lieber gerne einfach welche aus Chrom. Die verfärben sich dann auch nicht im Laufe der Zeit. Ja, ich meine, im Spiel sowieso nicht, aber. So, hier haben wir Fahren, brauchen wir nicht. Hier haben wir. Ja, die brauchen wir auf jeden Fall. Gut, auch wenn die jetzt mit dem Farbton ein bisschen komisch aussehen. Ab wann können wir uns eigentlich die größere Kabine leisten? Ab Level 10 erst. Das ist natürlich schade. Ich meine, wir sind gerade mal Level 4 oder so. Oder glaube ich sogar schon Level 6 Maximum. Aber eben, wir sind von Level 10 sind wir noch ein bisschen entfernt. Ja, gucken wir uns mal den Innenraum an. Wie der so aussieht. Aber hier wieder diversen Stuff. Nehmen wir hier einfach diesen Luftauffrischer. Hier haben wir. Achso, müssen wir außen. Was ich persönlich besser finden würde, ist, wenn man hier wirklich nur die Innenteile. Also, sie sieht gerade gar nicht. Aber wenn man auf der Innenauswahl ist, nur die Innenteile sehen kann. Und wenn man auf der Außenauswahl ist, nur die Außenteile sehen kann. Aber nicht, dass man bei beiden Sachen beides sieht. Das ist immer so verwirrend, wenn man hier Sachen auswählen möchte. Aber hier dachte ich zum Beispiel, dass das hier die Ablage ist. Aber nee, ist er nicht. Doch, jetzt ist es. Hä? War ich denn gerade drauf? Siehst du, ich bin nur verwirrt. Ah ne, hier war es. Ah ja, okay, klar, okay. Genau, hier greife ich gerade durch den LKW auf dieses Ding hier hinten zu. Das ist ein bisschen blöd. So, was gibt's denn hier alles? Wir haben da relativ wenig Ablage. Wir können nur eine einzige Sache raufstellen und dann machen wir direkt mal Kaugummi. Nee, ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Kaugummi. Von daher nehmen wir mal lieber irgendwas, was mehr so zu meinem Style passt. Sowas wie ein Laptop oder eine Soundbar. So eine Bluetooth-Lautsprecher wären geil. Wobei, Lautsprecher haben wir hoffentlich direkt im LKW. Wobei die jetzt nicht so krass qualitativ hochwertig aussehen. Wobei wir haben zumindest jetzt immer zwei. Das heißt, wir könnten zumindest nicht ordentliche Tieftöne rein, aber ist völlig egal. Wir nehmen einfach mal Handy. Na, Handy ist sehr Handy. Was haben wir hier? Achso, auch das Ding. Die haben wir bereits, sind Rückspiegel, genau, da würde ich auch bei den schwarzen bleiben. Navi haben wir ja hier bereits, das heißt, das brauchen wir eigentlich nicht. Würde auch ganz schön viel Platz wegnehmen, from the Sichtfeld und alles. Das heißt, ich würde ich gerne doch wieder wegschmeißen, genau. So, was haben wir? Aha, guck mal, hier haben wir schön Getränke. Machen wir mal Kaffeebecher rein. Nee, das ist zu schmal. Schöner Kiosk. So, was haben wir hier? Hier kommt direkt ein Laptop drauf. Bett haben wir ja leider noch nicht.
Schade eigentlich. So, dann können wir mal gucken, was wir hier klatschen. Stromumkehrer. Wer nennt das Ding bitte schön so? Andere Ecke. Gibt es hier keine Kühlbox? Ich bin verwirrt. Gibt es keine Kühlbox? Ja gut, dann nehmen wir das Ding hier. Das passt dann noch am ehesten. Da haben wir schon Wasser. Da können wir ja hier auch so eine Wasserflasche hinklatschen, ne? Sowas hier. Nee, Kaffee schon geiler. So, dann haben wir das. Genau, hier haben wir einen Rückspiegel. Sehr, sehr geil. Bestätigen. Und ich glaube mal, so können wir den erstmal direkt nehmen. Kaufen. Und den stellen wir natürlich in unsere Garage ab. Klar, was sonst? Bam. Ich meine, was wir wahrscheinlich nicht machen werden, ist, ich habe jetzt hier, wie man gesehen hat, auch hier noch ein weiteres Modell. Aber ich glaube mal, ich weiß nicht, sollten wir lieber auf den gehen? Ich meine, der hat wenigstens auch gleich diese schöne Lackierung mit dabei. Die größeren sind hier auch erst später verfügbar. Schade eigentlich. Na gut, links und rechts gleiche Motiv, ist natürlich ein bisschen langweilig. Aber hey. Hier geht die Schritte wieder schön gleich so runter. Achso, ist ein größerer Achsenabstand. Ah, und doch größerer Tank. Okay. Ja, nee. Ich meine, den nutze ich privat. Ne? Bei meinem Privat-Let's Play spiele ich. Privat-Let's Play, klar. Bei meinem Privatspiel spiele ich mit dem hier nämlich tatsächlich. Weil ich so klassische amerikanische LKW schön mag, diese Cap-Over. Aber, ja. Ich meine, hier hätten wir sogar eine Liege drin, ne? Vielleicht sollten wir doch wirklich den hier benutzen. Ich weiß halt nur nicht, wie weit man den hier jetzt mit unserem mageren Level hier auftunen kann. Der wäre auf jeden Fall wesentlich preiswerter vor allen Dingen, ne? Weißt du was? Machen wir. Ja. Ja, ja. Sorry, müssen wir leider alles hier rückgängig machen. Das heißt, ich warte mal auch nochmal hier neu laden. Und wir werden tatsächlich mal doch den nehmen. Was ist das gleiche? Wir werden tatsächlich mal den nehmen und dann können wir später auf den anderen upgraden. Ne? Also wenn wir eine größere Garage und so haben. Achso, ich muss erstmal kaufen. Dies hier könnten wir sogar uns mit unserem aktuellen Guthaben kaufen. Können wir den zwar nicht aufrüsten und so, aber hey. Actually war das sogar eine gar nicht so schlechte Idee. Warte mal kurz, ich guck mal kurz zum Mordhändler. Achso, halt, nein. Erstmal Ausführung ändern. Genau, der kostet 62.000, wir haben 68.000. Wir könnten uns den direkt leisten. LOL. Und wir sparen sogar Geld, weil das Ding noch preiswerter wird. Weil die Lackierung nur 5 Dollar kostet. Das ist so dumm. Okay, dann holen wir uns das Ding dafür, dann haben wir ein bisschen mehr Tank. Ich finde es immer noch beknackt, dass man hier nicht die Größe des Tanks sieht. Hier gehen wir mal direkt auf den. Ja. Geldmäßig passt das und das ist in Ordnung. So, jetzt müssen wir aber ganz kurz gucken, weil wir haben innen drinne, würde ich auf jeden Fall gerne die Spiegel hier haben. Und da wir hier kein eingebautes Navi haben, brauchen wir hier wirklich ein externes Navi. Und da gucke ich mal ganz kurz, kostet aber gleich 1700. Wie, sicher nicht. Oh, machen die oben auch eins. Hä? Was? Ach, guck mal, wir haben sogar Navi drin. Hallo. Oh, da haben wir drei Navis.
Das ist ein bisschen dumm. Das ist ein bisschen sehr dumm. Aber gefällt mir. Cool. Da haben wir ja bereits ein Navi. Warum sagt man das denn keiner? Dann kannst du wieder weg und du kannst erst recht weg. Wo bist du jetzt? Du bist da. Genau. Ja, da kannst du auch weg. Was? Da. So. Oh, aber also wunderschön. Aber da, ich weiß ja nicht, warum so weit oben, aber. Oh. Okay, dann ist der halt da oben. So, hier können wir auch nur ein Schild dran machen. Hier können wir noch einen Spiegel ranklatschen. Wobei ich nicht weiß, ob wir den brauchen. Ich meine, das Schöne ist, der ist wieder, ne, ist hier kein Schnauzer. Das heißt, der ist wieder, man kann wieder mehr von der Straße und so sehen. So. Was können wir hier jetzt hinstellen? Kabinenaccessoire. Ah! Man hat ja wesentlich mehr Stellfläche. Oh, guck mal, schon, hier oben haben wir auch wesentlich mehr Stellfläche. Jetzt müssen wir natürlich darauf achten, wir haben nicht mehr so viel Geld zur Verfügung. Also als allererstes mal direkt ein Burger. What the fuck? Jetzt mal wichtige Sachen. Oh, Alter, 1000 Euro für so ein Handy. Sag mal, ist das ein iPhone oder was? Nee, du, da ist mir dann doch ein bisschen erstmal zu teuer. Da müssen wir mal später gucken. Machen wir erstmal hier einfach nur da so eine Sonnenbrille hin. Ich hätte gerne noch irgendwie was zu trinken. Ein bisschen Getränke. Haben wir einen Getränkehalter? Ja, war hier nicht. Also wir hätten einen, das ist das Ding hier. Aber der ist halt nicht ausgefahren, ne? Ansonsten haben wir hier auch kaum Sachen, die wir irgendwie hinstellen können. Auch hier aber. Erschreckend. Hallo, Kamera? Was ist mit dir los? Auch hier haben wir erschreckend wenig Stellfläche. Die Kamera spackt hier so ganz komisch rum. Wenn ich zu weit nach rechts gucke. Hä? Boah. Guck mal, wenn ich jetzt hier nach rechts gucke, bleibt er so und ich kann mich zurückdrehen. Aber wenn ich sehr stark nach rechts gehe, also das ist das Maximum, ne? So schräg. Wenn ich aber sehr stark nach rechts gehe, pop, dann habe ich hier sogar. Brrr. Okay, das ist schon mal zu stark. Okay. Was zur Hölle ist mit der Kamera los? Die Kamera hat ein Eigenleben. Okay, lassen wir das mal. Ja, würde mal sagen, lassen wir das Ganze erstmal so, wie es jetzt ist. Von außen sieht er auch wunderbar schick aus. So, gucken wir mal noch hier draußen. Hier draußen ist ja eigentlich alles soweit in Ordnung. Wir könnten mal gucken, wie eine bessere Bereifung. Aber ich glaube mal, das wird dann wesentlich teurer. Können wir ganz kurz hinten. Na gut, die kosten gerade mal 100 Euro mehr. Könnten wir uns also vielleicht doch leisten, weil die. Ah ne, die kosten jeweils 300 mehr. Da sind wir also sehr schnell in einem sehr hohen finanziellen Bereich. Ich meine, das Schöne ist, der LKW ist ja erstmal aufgetankt. Das heißt, wir werden nicht direkt Sprit brauchen oder so. Achso, hier muss ich ja die breiteren nehmen. Die kosten aber auch kaum mehr. Interessant. Ich glaube, im echten wären die fast doppelt so teuer direkt. Keine Ahnung. ja. Na komm, die nehmen wir auch noch hier. So ein bisschen gucken, was wir hier noch, was hier so günstig ist. Nee, ich würde fast bei Schwarz bleiben. Höchstens wie in dem Schriftzug. Aber auch da finde ich das besser. Also lassen wir das da auch mal. So, was ist denn hier alles? Ah, Shielded brauchen wir nicht. Können wir ein bisschen Geld sparen? oh, hier können wir diverse längere Pipes benutzen, genau. Okay. Ja. Sehe ich aber offen gesagt noch nicht. Ich glaube, am Anfang, wenn wir eh nur so eine kurze Kabine haben, sieht das ein bisschen komisch aus, wenn das Ding da so Asbach weit rausguckt. Ja gut, wie gesagt, das bringt uns bei unserer kurzen Kabine noch nicht wirklich was. Von daher, hier könnte man drüber verhandeln. Aber ich glaube mal, mit dem Schwarz sieht es besser aus. Boah.
Und da kommt ja eh bloß Frischluft rein. Also heißt das Ding auch nicht an der Stelle. Von daher drauf geschissen. Irgendwie funktioniert es hier teilweise mit den Texturen nicht, ne? Also, ich hab ja schon eine private Weile nicht mehr gespielt. Und das letzte Mal, wo ich gespielt hatte, hatte ich noch die 1,43. Und da hatte ich hier so eine schwarzen Dinger nicht gehabt. Also, zumindest kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Kann natürlich sein, dass ich sowas doch hatte. Aber wie gesagt. So, hier gucken wir mal. Wir müssen mal gucken, was wie klingt. Ich nehme mal das Ding. Das ist gut. So, hier brauchen wir. Oh, ist ja süß. Air Ventilation. Oh, ist ja süß. Gerade im Sommer. Gerade jetzt. Bei dem Wetter da draußen. Nee, brauchen wir gar nicht. Nee, ich glaube, ich gehe lieber mit denen. Ich glaube, ich gehe mit denen. Und du, also genau, das sind die Hörner. Hier sind die Schilder. Hier. Hä? Ah, hä? Oh, ach, die sieht man nur, wenn man. Das ist auch ja so komisch, dass man manche Sachen nur so in ganz komischen Winkeln sieht. Vor allen Dingen von vorne. Da sehe ich das Ding. Interessant. Ja, ist jetzt schon wieder Träumchen. Das Problem ist nur, also hier, das würde ich vielleicht noch nehmen. Dann wahrscheinlich aber eher das hier. Aber ganz ehrlich, erstens muss man das schon fast zu teuer. Und zweitens, wir bleiben mal beim Offenen. So, was kann ich jetzt hier noch Wunderbares auswählen? Flair. Oh, ist ja süß. Kann ich noch weitere Accessoires reinstecken? Ist ja. Leiter ist erstmal egal. So, was kann ich bei dem Punkt hier noch machen? Gar nichts. Und. Achso, die Dinger hier wahrscheinlich, ne? Ja. Nee, da bleibe ich bei Schwarz. So, was haben wir uns jetzt hier noch freigeschalten? Ah, so Blinker. Ja, kann ich schaden. Kostet leider sehr schnell sehr viel Geld. Ist wenigstens gleich beidseitig? Ne, ist nicht beidseitig. So, okay. Ich würde mal sagen, das reicht dann auch. Ja, haben wir noch ein bisschen Geld über. Bestätigen. Bumm. Und kaufen. So, den stellen wir uns jetzt hier in unsere wunderschöne Garage rein. Yay. Und dann haben wir so einen LKW. Fahren. Haben wir also doch ein Canvas. Und kein Piet. Ja, dafür werden wir wahrscheinlich später noch ein Piet kaufen, sobald wir dem nötigen Level entsprechen, um auch die größeren Kabinen kaufen zu dürfen. Warum ist das dunkel? Ja, wisst ihr was? Da ich eh gerade müde bin, gehe ich direkt pennen. Das Schöne ist ja, dadurch, dass wir jetzt keinen Bankkredit brauchen, müssen wir auch nicht so auf unsere Schlafzyklen achten, sondern können einfach pennen und fröhlich sein, wie wir fröhlich sind oder so ähnlich. So, jetzt ist es draußen Tag, wir sind ausgeschlafen, Tank ist auch gefüllt. Sehr, sehr geil. Guckt euch diese LKW an. Achtung, wird laut. Ja, das klingt ganz in Ordnung. Das ist vergleichsweise ganz schön laut. Also im Vergleich zum Horn jetzt. So. Da wird man ganz horny. Ja, die Hupe ist fast lauter als der Torn. Was ist das für ein Dumm? Was zur Hölle? Na ja, gut. So. Ich finde es auch immer witzig, wie er sofort lenkt, wenn man
der es umschlägt, aber die Rad, also die Lenkanimation hinterher hängt ein bisschen. Obwohl die nicht schnell genug ist. Sehr interessant. So. Achso, haben wir jetzt einen Radantrieb? Ne, haben wir nicht. Wir haben noch keinen anderen Antrieb. So, wo sind wir hier eigentlich? Komme ich mit der Stadt? Ach, guck mal, da haben wir direkt. Ach, wir sind also direkt an der Quelle hier. Lol. Das ist direkt die Werkstatt. Haha, ist ja süß. Gilt in Amerika auch rechts vor links? Guck mal, kann ich sogar Mission machen. Wohl. Guck mal ganz kurz, weil wir haben glaube ich kein Allrad. Quatsch, keine Reparatur. Mann, da. Na gut, sieht man hier gar nicht, was ist. Das Einzige, wo man das dann wahrscheinlich sieht, ist, wenn ich jetzt hier so mache. Und mir das ganze Ding mal angucke hier. Und das ist doch das Allrad. Also, Allrad, also. Die beiden hinteren Achsen. Dass die Kamera immer so schnell ist hier. Also, die hinteren beiden Achsen sind auf jeden Fall angetrieben. Ja. Die vordere dann natürlich nicht. Okay, cool, haben wir doch. 6x4. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt hiermit für einen schönen Auftrag machen können. Am besten von da, wo wir sind. Oh wow. Jetzt haben wir ja schon Stücke hier, ne? Schon. Es ist sogar da, wo wir gerade sind, wahrscheinlich, ne? Genau die Filiale. Ist aber schon, hat schon Gewicht, ne? 30 Tonnen? Ja, ist schon ordentlich. Vielleicht sollten wir doch erstmal nur das hier nehmen. Das wird jetzt noch schön leicht. Dann müssen wir erstmal ein Stück fahren. Okay. Wo gehst du hin? Du gehst auch nach da. Du gehst auch wieder nach da unten. Okay. Ich würde doch schon fast das Ding hier nehmen, ne? Das ist das Einzige, was noch nach da oben geht. Damit wir wieder so ein bisschen so querfeld einfahren. Andererseits, hier unten waren wir auch noch nicht so sehr aktiv, ne? Ah, ich glaube, dann fahren wir erstmal das Ding hier. Weil hier waren wir schon noch nicht so sehr. Ja, Schwertransport, na, ist richtig. Wie gesagt, mit unserer Leistung, wir haben gerade mal. Hat sie nicht 130 PS? Wo sind unsere 5 PS geblieben? Ey, wir wurden betrogen. ja. Time to hit the road. Okay. So. Wow, von dem Bürger geht so die Pappe immer auf und zu. Wie dumm ist das denn bitte? Ah, cool. Haben wir jetzt Vorfahrt? Er lässt uns zumindest vorne. Er bleibt zumindest einfach stehen. Sehr interessant. Get ready. Turn right.
Wobei ich sehe gerade, wir haben unsere Spiegel noch gar nicht eingestellt. Ups. Oh, muss reichen. So, dann wollen wir mal, wo waren es jetzt? Das war F3? Nein. F4? Ja. So, Sitz einstellen. Bin ich eigentlich kein Freund von. Ich würde es sogar fast so machen. Hier sehen wir zwar weniger von unseren Bedienelementen, aber gut, die unteren sehen wir sowieso kaum. Auch so Fühl wäre ganz interessant. Das heißt, ich würde vielleicht doch eher so gehen. Ah, schwierig. Mal gucken, mal, machen wir mal hier mit, lieber mit Blickwinkel. Machen wir so. Jetzt sehen wir auch ein bisschen mehr. Machen wir 80 Grad. 90 ist zu viel. Ja, weiß nicht. Ich glaube, wir gehen so. Ah, ja. Dann muss ich zwar wieder mit den externen Spiegeln spielen. Ach, siehst du, mir fällt gerade auf. Das Ding sieht man denn ja gar nicht durch die externen Spiegel, ne? Das ist ja dumm. So, das ist eigentlich schon fast in Ordnung, aber ich halte mich mal an meinen Standards hier. Motorhaube haben wir gar nicht. Ach, guck mal, das ist angeblich die Motorhaube. Ist ja interessant. das Ding fielen wir mal so. Und rechts machen wir auch so, dass man den LKW selber fast gar nicht mehr sieht. Bei Weitwinkel sieht man natürlich überhaupt nicht. Danke dafür. Ich hoffe, es ist schon so richtig. Ja. Und Weitwinkel da ist dann genau das gleiche. Da und nach unten. Damit wir den toten Winkel schön überblicken können. So. Weil das ist ja das, wofür die unteren Spiegel eigentlich schon mal da sind, für mich zumindest, um die toten Winkel zu überprüfen. Und deswegen ist man doch innerlich immer schon tot. Ja, siehste. Jetzt habe ich nämlich meinen Spiegel an und sehe mein Navi gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen nur noch mal zur Werkstatt. Kann ich denn, wie der Bus da gleich Panik schiebt, ey. Wow. Was tue ich hier gerade? Ich gehe einfach mal davon aus, dass bei Get ready to turn left. Hier auch rechts vor links gilt, ne? Hey, was ist denn hier? So, LKW-Konfigurator. Das mit dem Navi müssen wir nochmal überarbeiten. Das funktioniert so nicht. Du kannst weg. Dann bekommen wir 1000 Euro zurück. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt die Frage, ob wir den hier hinhängen oder lieber hier unten hinhängen. Ich persönlich bin ja eigentlich immer eher für unten. Frage ist ja auch, der ist so und der wäre aber ein Stück größer. So gesehen wäre der schon besser. Das heißt, wir nehmen dich mal wieder weg und nehmen den großen. Bestellen. So, jetzt können wir nämlich dich abschalten hier. Ich brauche mal nicht mehr. Und jetzt können wir nämlich hier unser wunderschön. Achso, Motor einschalten. Ah, genau. Perfekt. Let's go.
Schaffen wir das hier? Ah, sieht schlecht aus. So, jetzt aber. Also kann ich schon viel besser fahren. Das Navi ist wirklich schön groß, ne? Hä? Oh, ich hab grad. So. Turn left. Go straight on. So. Die bleiben ja alle stehen. Aber gilt jetzt nur rechts vor links oder nicht? Oder was? Achso, oder er hat auf den gewartet, der mir gerade gegenüber kam. Hier, entgegenkam. Das kann natürlich auch sein. So, dann machen wir an der Stelle erstmal Pause. Und, sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und werden dann endlich mal die Fracht entgegennehmen und dann mit der Frachtlieferung anfangen. Damit wir mal überhaupt mal hier irgendwie was liefern. Das kannst du ja so nicht abliefern hier, ne? Ja, von daher würde ich mal sagen, bis zur nächsten Folge und dann geht's weiter mit unserem wunderschönen LKW.